Hi, ich bin der Dirk. Schön, dass du dir dieses Video anguckst und vielen Dank für die vielen Kommentare beim Q&A-Video. Und da gab es einen Wunsch, nämlich den Wunsch, ich soll mal ein Video machen zum Thema Bucketlist. Was ist eine Bucketlist? Wie funktioniert die? Wie kannst du das für dich machen? Und was steht auf meiner persönlichen Bucketlist? Die Antwort in diesem Video. Was ist der Sinn des Lebens? Jeder definiert das selber. Aus meiner Sicht, am Ende des Lebens auf viele glückliche Momente zurückzuschauen. Das ganze Leben über glückliche, spannende Momente zu sammeln. Was ist eine Bucketlist? Das ist eine Liste, auf der du alles aufschreibst, was du in deinem Leben erreichen willst und erleben willst. Menschen, die du treffen willst, Orte, die du besucht haben möchtest, Dinge, die du besessen haben möchtest und so weiter. Das ist eine Bucketlist. Und in diesem Video stelle ich dir ein paar Punkte von meiner persönlichen Bucketlist vor und ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Also, ein Mann, ein Wort, ihr habt gefragt und hier kommen jetzt die Antworten. Also, ich nehme mal mein Handy, da habe ich die Sachen drauf als Fotos gerade. Ich habe mehrere Kategorien. Ich habe zum Beispiel die Kategorie Orte, die ich sehen möchte. Und da gibt es die Kategorien Unterteilung. Einmal Orte, wo ich schon war, die ich sehen wollte. Und Orte, wo ich gerne noch hin möchte. Wo ich noch hin möchte. Es gibt immer im November eine ganz besondere Welle, die die Surfer reiten auf Tahiti. Auf Tahiti gibt es eine mega große Welle. Und ich würde sie nie selber reiten wollen. Das schaffe ich nicht. Das ist auch viel zu gefährlich. Wenn du da stürzt, dann bist du in den meisten Fällen tot. Aber ich möchte gerne mal auf dem Boot sitzen, direkt am Rand dieser Wellen und möchte sehen, wie die Surfer diese Wellen reiten. Das ist ein Ort, den ich auf meiner Bucketlist habe, den ich noch sehen will. Oder das Kolosseum in Rom. Ich war noch nie in Rom, obwohl Rom um die Ecke ist. Das würde an einem Wochenende gehen, aber irgendwie bis jetzt war es noch nicht so. Ich möchte gerne mal das Kolosseum sehen. Die Arena, wo früher die Gladiatoren gekämpft haben und gestorben sind, da möchte ich mal hin. Also, erstens, mach mal eine Liste mit Orten, wo du gerne hin möchtest. Ich finde zum Beispiel diese Militäreinheit, die Navy SEALs, so spannend. Die werden ausgebildet. Die Hauptausbildung findet statt an einem Strand südlich von San Diego. In den USA, in Kalifornien. Coronado Beach. Da war ich vor ein paar Jahren. Das wollte ich unbedingt sehen. Das ist so ein Ort, wo ich sage, ich möchte da mal hin, wo diese Leute trainieren, ausgebildet werden. Ja, und wo viele aufgeben. Da möchte ich einmal hin. Welche Orte hast du? Dann habe ich eine Kategorie, die heißt Abenteuer, die ich erleben will. Also welche Abenteuer in deinem Leben willst du noch erleben? Abenteuer ist für mich zum Beispiel Snowboarding in den Alpen. Ich kann Snowboard fahren, habe das gelernt in einer Skihalle im Ruhrgebiet, also in der Skihalle in Bottrop. Und da kann ich auch gut fahren. Aber ich möchte einmal Snowboard fahren, wirklich bei strahlend blauem Himmel, in den Bergen, in den Alpen. Das steht für mich als Abenteuer auf meiner Liste. Oder ein Yachturlaub. Mit einer Motorjacht, eine große Motorjacht und dann, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei. Irgendwo, wo es schön ist, wo es warm ist, wo das Wetter gut ist. Was weiß ich, Côte d'Azur oder Adria. Von Hafen zu Hafen fahren und den Urlaub auf dieser großen Yacht verbringen. Finde ich klasse. Ist für mich ein Abenteuer. Möchte ich machen. Ich möchte mal eine First-Class-Weltreise machen. Sowohl die Lufthansa bietet das an, als auch Singapore Airlines. Da kannst du erste Klasse einmal um die ganze Welt fliegen. Das ist gar nicht so teuer, wenn du weißt, wie du das clever anstellst. Also bei der Lufthansa geht das auf Meilen. Du brauchst 500.000 Meilen dafür. Aber da gibt es Möglichkeiten, die so zu sammeln und dann so eine Weltreise zu machen. Du musst immer in eine Richtung fliegen, aber du kannst zum Beispiel 9-mal zwischendurch einen Stopp machen. Also das steht bei meinen Abenteuern hier auf der Liste. Dann Dinge, die ich haben will. Ein Jetski. Ich möchte mal ein Jetski haben. Ich finde Jetski fahren total cool. Möchte ich haben. Oder ein Ferrari Spider. Ich glaube, das wissen die meisten schon. Ich finde ein Ferrari cool. Das Modell, was ich gut finde, ist der 458 und den als Cabrio in Gelb, das will ich mal haben. Oder Menschen, die ich treffen will. Menschen, die ich treffen will. Das sind zum Beispiel Menschen wie Lance Armstrong. Den finde ich cool, war jahrelang mein Vorbild. Lance Armstrong möchte ich treffen.
Arnold Schwarzenegger, das ist für mich der Inbegriff von Erfolg. Er hat es geschafft, in drei Disziplinen mega erfolgreich zu werden. Den möchte ich treffen, mit dem möchte ich mal Abendessen gehen, den möchte ich gerne mal interviewen, wenn keiner zuhört und wenn er wirklich Klartext sprechen kann. Also das ist für mich eine beeindruckende Persönlichkeit. Welche Menschen möchtest du gerne in deinem Leben noch treffen? Oder berufliche Ziele. Was willst du beruflich erreichen? Ich möchte zum Beispiel mal ein Kinderbuch schreiben. Ein Kinderbuch zum Thema Verkaufen. Warum es wichtig ist, für Kinder früh verkaufen zu lernen. Was will ich lernen? Spanisch sprechen können? Ich kann ein bisschen was, ist gar nicht so schlecht, aber da geht noch viel, viel mehr. Ich möchte viel besser Englisch sprechen können. Englisch, ich verstehe nahezu alles, aber sprechen, ich brauche halt Practice makes perfect. Ich brauche halt mehr Praxis. Ein Bootsführerschein, weil wenn ich mit dieser Yacht durchs Mittelmeer schippe, dann will ich dafür nicht irgendwelches Personal benötigen, sondern ich will das selber machen. Dafür brauche ich einen Motorbootführerschein und den habe ich noch nicht. Steht auf meiner Liste. Was will ich lernen? 100 Liegestütz am Stück. 100 Liegestütz am Stück. Ich schaffe schon viele, aber 100 schaffe ich noch nicht. Also das ist zum Beispiel noch etwas, was ich da auf meiner Liste habe. Möchtest du in deinem Leben noch machen, noch haben? Wen möchtest du noch treffen? Wenn du dann zurückblickst später irgendwann mal und du sagst, wow, war das ein geiles Leben. Wen hast du getroffen? Was hast du getan? Das ist die Bucketlist. Schau mal, Ziele geben uns Orientierung. Wenn wir uns an dem orientieren, wo wir gerade sind, dann bleiben wir stehen, dann stagnieren wir in der Entwicklung. Wenn wir aber Ziele haben, dann müssen wir uns entwickeln, wir müssen die Persönlichkeit werden, um diese Ziele zu erreichen. Deswegen ist es so wichtig, dass du Ziele hast. Nicht jedes dieser Ziele musst du auch unbedingt erreichen. Und es steht auch kein Datum dahinter. Du musst dir keinen Stress machen, aber Menschen brauchen Ziele. Es gibt ein Video, wir werden das verlinken, wo ich eine Geschichte erzähle, als ich Zivildienstleistender war und wo ich ein älteres Pärchen betreut habe. Das ist eine sehr emotionale Geschichte. Wir werden es entsprechend unten verlinken. Guck dir das Video an und dann weißt du, warum Ziele lebenswichtig sind. Also, der Tipp ist, mach dir eine Liste im Idealfall mit 100 Zielen. Schreib dir 100 Ziele auf. Lass dir Zeit damit. Lass dir Zeit damit. Aber achte darauf, dass du jedes Jahr ein paar dieser Ziele wirklich abhaken kannst im Sinne von, habe ich erreicht. Übrigens, ich habe auch Ziele auf meiner Liste, die nicht mehr spannend sind für mich, die sich irgendwie erledigt haben, wo ich keine Lust mehr zu habe. Ich habe früher mal auf der Liste stehen gehabt, ich wollte einen Marathon laufen unter 2 Stunden 30. Unter 2 Stunden 30. Habe ich nie geschafft. Und heute ist es kein Ziel mehr. Heute sind mir andere Dinge viel wichtiger als Marathon in unter 2,5 Stunden zu laufen. Das ist auch in Ordnung. Wenn du dann zwischendurch hingehst und sagst, das streiche ich, weil das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Das bin ich nicht mehr. Das ist heute für mich nicht mehr wichtig. Und jetzt möchte ich dir noch einen Menschen vorstellen, der mich inspiriert hat bei meiner Bucketlist. Nämlich Jack Canfield. Jack Canfield hat seine 101 Zieleliste öffentlich gemacht. Und die habe ich damals vor ein paar Jahren gesehen und habe gedacht, erstens mutig, das öffentlich zu machen und zweitens mega inspirierend. Jack Canfield hat seine Liste gemacht 1989 und damals war er 45 Jahre alt. Jetzt ist er etwas über 70 und viele Sachen hat er korrigiert. Er hatte ein Problem, ich glaube, mit einem Knie oder mit dem Rücken. Und konnte viele Sachen jetzt einfach gesundheitlich nicht mehr machen. Also irgendwie Skifahren, Snowboard fahren, das geht alles nicht mehr. Das hat er korrigiert. Aber er hat zum Beispiel gesagt, was will er für Länder, für Orte bereisen, ne? Er hat hier auch Rom, Paris, London, Neuseeland, Indien, Bali und so weiter. Welche Orte will er sehen? Disney World, Eiffelturm, Taj Mahal in Indien. Welche Abenteuer will er haben? Eine Safari in Afrika, Schnorcheln auf Hawaii, Kajak fahren. Also ich finde es sehr inspirierend. Wenn du selber sagst, wo soll ich 100 Ziele herholen? Fällt mir nicht ein, ich komme vielleicht auf 10. Dann guck dir diese Liste an. Die Liste gibt es am Ende. Ich sag dir, wie du am Ende dran kommst. Persönliche Entwicklung, was will er mal machen? Er möchte ein 10-Kilometer-Rennen laufen. Welche Menschen will er treffen? Bill Clinton und Hillary Clinton, Jimmy Carter, den Dalai Lama.
Arnold Schwarzenegger will er auch treffen, hat er von mir. Das ist etwas, was lebt. Du erstellst einmal so eine Liste, dann arbeitest du daran, du korrigierst sie, weil du sagst, es gibt Ziele, die nicht mehr wichtig sind. Du nimmst neue Ziele dazu, die auf einmal wichtig geworden sind. So eine Liste lebt, das musst du einfach beachten. So, wie findest du diese Liste von Jack Canfield? Unten findest du einen Link zu seiner Liste, guck dir das an und mach deine eigene Liste. Wenn du eine Liste jetzt schon hast, dann würde ich mich freuen, wenn du unten in den Kommentaren ein paar Beispiele teilst. Wenn du mal reinschreibst, vielleicht 5 Dinge, die du mit uns teilst, das fände ich super. Wenn du keine hast, warum hast du keine? Sagst du, brauche ich nicht, ist nicht nötig? Lass uns da einfach kommunizieren. Ich bin neugierig und vielleicht gibt es ja dann irgendein anderes Thema, wo ich ein neues Video zu mache. Wenn ihr andere Themen habt, wo ihr sagt, hey, mach dazu mal ein Video, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Hashtag Wunschliste. Hashtag Wunschliste und dann, was möchtest du noch sehen? Lass mir einen Daumen da, lass mir ein Abo da und dann viel Spaß mit deiner Bucketlist.